Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Die schnellsten und schlausten im Ersten sind heute wieder da. Freue mich sehr über die vier. Sie sind alle felsenfest davon überzeugt, die Jagd zu gewinnen heute. Warum, fragen wir Sie direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Wiltrud Vogt. Ich laufe dir nicht weg. Unterschätze mich ruhig. Hallo Jäger, mein Name ist Mario Gundl. Ich komme aus Schierlingen und deswegen habe ich dir auch den Schierlingsbecher mitgebracht. Hallo Jäger, mein Name ist Vanessa Hagen. Und zu deiner Niederlage gibt es von mir kostenlos eine Stilberatung dazu. Hallo Jäger, ich heiße Maciej Kazmierczak und heute wird der Jäger vom Rotfuchs verjagt. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Maciej, Vanessa, Mario und Wiltrud, unsere Mannschaft heute Abend, freue mich sehr auf den Sieg, den ihr hoffentlich erringen werdet. Jeder Einzelne wird gleich erstmal zu mir kommen, in der Schnellraterunde möglichst viel Geld für die Teamkasse schon mal einsammeln, um dann jeweils mit dem Geld ins Duell zu gehen. 1 gegen 1. Wer es gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss nach Hause gehen. Und beginnen wird heute Abend Wiltrud. Wiltrud, guten Abend. Herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Du strahlst, stimmt mich sehr optimistisch. Gewinnt ihr heute? Jo. Das kam aber nicht sehr schnell und nicht sehr überzeugt. Wo kommst du her? Ich bin aus Köln. Aus Köln, okay. Und was machst du beruflich? Ich bin pensionierte Gymnasiallehrerin. Ah ja, okay. Hast du alte Schulklassen, die jetzt alle zuschauen heute bei dir? Oder hast du keinem gesagt, dass du herkommst? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht, na gut. Pass auf, dann legen wir mal direkt los hier. Dann hast du es auch schnell geschafft. Eine Minute für dich, ja? Ich stelle dir viele Fragen hoffentlich. Und du gibst mir viele richtige Antworten. Deine Zeit startet jetzt. In Artikel 2 des Kölschen Grundgesetzes heißt es, et kütt wird? Kütt. Welches Land entsendet mit 96 Abgeordneten die zulässige Höchstzahl an EU-Parlamentariern? Deutschland. Ja, Earl Stanley Gardner schrieb die literarischen Vorlagen zur Krimiserie Perry. Mason. Welcher österreichische Komponist war vor seiner Heirat mit Konstanze in deren Schwester Aloisa verliebt? Mozart? Ja. Durch welche Primzahl kann man die 27 teilen? Durch 3. Welche Judith schrieb den Erzählband Nichts als Gespenster? Weiter. Hermann, das Haupt einer göttlichen Person wird häufig mit was für einem Strahlenkranz dargestellt? Krone. Heiligenschein. Ach so. Aus welchem Meer wurde 1928 die antike Bronzestatue Gott aus dem Meer gehoben? Weiter. Ägäis, in welchem Land steht das Atomkraftwerk Fessenheim? In Frankreich. Das ist richtig. Ist die Masse der 4 Gasplaneten oder... Na, du, es hat sich aber gelohnt. 3.000 Euro hast du gemacht. Dass du da noch mal die Sekunde gewartet hast. Du warst schon fast bei Bundesrepublik durch, aber... Im Elsass. Ja, hast du gut gemacht. 6 richtig, ist doch in Ordnung, oder? Naja. Bist nicht zu. Wo willst du hin? Also, ich würde dich sofort ins Finale lassen, aber das darf ich nicht. Du musst jetzt erstmal dich mit einem von den Typen rumschlagen. Da wollen wir mal gucken, wer es ist heute Abend oder wer es sein könnte. Ich hätte im Angebot für euch den Quizgott Sebastian Jacobi. Sein Styling-Coach wollte ihm kürzlich einen blauen Anzug schmackhaft machen, hat ein blaues Auge bekommen. Dann ist der Besserwisser da, Sebastian Klussmann. Sein Arroganzberater hat ihm empfohlen, sich von euch Kandidaten gar nicht erst ignorieren zu lassen. Oder, Herner Gorsnick, der Bibliothekar. Er galt Jahrzehnte ja als beratungsresistent. Heute wechselt er seine Bubble, aber wie Kaugummis. Wen hättest du denn gerne, Wiltrud, wenn du wählen dürftest? Die sind alle nett und die sind... Nee. Nee? Nein. Aber eins kann man sicher sagen, sie sind alle drei, wissen sie sehr viel. Ja, das kann man sagen. Ja. Und einer wird es heute zeigen. Hier kommt der Jäger. Guten Abend, Herr Klussmann. Sie haben Style-Beratung gehört vorhin, ne? Und dann haben Sie sich vorgedrängelt. Ist das richtig? Wie geht's? Ich versuche mich immer vorzudrängen, aber heute besonders, ja. Ja, gut schauen Sie aus. Vielen Dank. Das ist mein Lieblingshemd von Klimt. Bestimmt, ja. Herr Klimt, ja, richtig. Wir lassen das mal so stehen. Bestimmt Klimt. Es kommt 4 Zuschauerpost. Ja, ist wieder falsch, oder? Mucha. Sie haben doch ein Klimt-Hemd, oder? Habe ich auch. Na, Hemd ist es nicht. Dann habe ich das Bomberjacke. Habe ich zum zweiten Mal verwechselt jetzt, ne? Aber das ziehen wir so durch, die Staffel. Wiltrud ist da, aus Köln.
Guten Abend, Wiltrud. Kennt das Kölsche Grundgesetz, kennt französische Atomkraftwerke und kommt mit 3.000 Euro an den Tisch. Stark. Mhm. Und unten liegen einfach mal glatte 1.000 Euro. Über das Angebot kannst du hoffentlich nur müde lächeln. Aber jetzt kommt die Risikostufe, Wiltrud. Großes Lächeln. Bei 10.000 Euro. Um welche Summe möchtest du spielen? Ja, alles sehr schön. Ich nehme das Blaue. Das Blaue? Ja. Ah, die 3.000, okay. Ja. Das ist ja stark. In fast 9 Jahren ist mir nie aufgefallen, dass es das einzige Blaue ist. Das ist super. Herzlichen Dank dafür. Die Jagd beginnt. Das blaue Angebot. Die blaue Stunde hier. Es geht los mit der ersten Frage. Worauf geht der Name Jeans für eine speziell geschnittene Hose zurück? A. Vorname Jean, B. Stadt Genua oder C. Gentleman? Wo kommt der Name Jeans her? Was hast du genommen, Wiltrud? Ich habe keine Ahnung. Was du genommen hast, weißt du nicht? Oder was richtig ist? Also genommen habe ich, glaube ich, A. Okay. Vorname. Nachdem ich die ganze Zeit überlegt habe. Ja. Wer könnte das sein? Gene Hackman? Nee, das wäre ein bisschen spät. Simmons. Was ist die richtige Antwort? Stadt Genua ist richtig. Was sagt der Jäger? Ich kenne nur den Herrn Lewis. Lewis, ja, Ursprung für viele Begriffe aus der Mode. Beispielsweise auch Denim aus Nîmes, alles so aus der Mittelmeerküste. Okay. Wird neudeutsch ja Denim gesprochen, ne? Aber der Ursprung ist ein anderer tatsächlich. Ja, aus Nîmes. Ja. Es geht weiter. Zweite Frage, nächste Chance jetzt, Wiltrud. Bitte um eine richtige Antwort. Als was arbeitete Vincent van Gogh im belgischen Steinkohlerevier Borinage, bevor er seiner künstlerischen Berufung folgte? A. Als Steiger, B. Als Prediger oder C. Kontorist? Was war van Gogh? Ja, nicht von Beruf, aber was hat er gemacht, bevor er dann Künstler wurde? Wofür hast du dich entschieden, Wiltrud? Für den Kontorist. Für den Kontoristen? Sein Bruder war doch da in Belgien auch beruflich erfolgreich. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen C für den ersten Schritt für Wiltrud. Bekommen B, den Prediger. Was sagt der Jäger? Müssen wir schon beten? Ja. Nicht so in Erinnerung, obwohl ich die Biografie noch nicht zu Ende gelesen habe. Wir sind auf Seite 12 noch, oder? Ja. Ich dachte, ich wisse ja sowieso alles über van Gogh. Ja, Vorwort noch, ne? So, jetzt Wiltrud, laut Regel kann er dich jetzt schnappen, aber natürlich nur, wenn du falsch antwortest. Und das machst du nicht, bitte. Nein. Du machst jetzt bitte nach dem Motto, er hätte noch immer Jotje Jange, die erste richtige hier. Ist. Was können Großkatzen, was Kleinkatzen nicht können? A. Schnurren, knurren oder brüllen? Okay, Großkatze ist Tiger und Kleinkatze ist die Katze zu Hause. Hatte ich auf den Hemden. Die schnurrt auf jeden Fall, das heißt A nicht. Was hast du genommen? Ich habe Brüllen genommen. Ja, was ist die richtige Antwort? Jetzt bist du doch im Spiel, jetzt läuft's. Gnadenlos lässt du ihn jetzt hinter dir. Was sagt der Jäger? Gut gebrüllt, Löwin. Ja. Nächste Frage kommt. Welche uralte Zuchtsorte bleibt farblich etwas blass und schmeckt wie ihr Namensgeber? A. Ananas-Erdbeeren, Bananenäpfel oder Mangobirnen? Köstlich. Das Problem ist, er kommt aus einer Schrebergartenfamilie und hat das wahrscheinlich in Berlin... Da wächst das alles nicht. Charlottenburg, Treptow, Kreuzberg, überall angebaut. Was hast du genommen, Wiltrud? Ich habe die Bananenäpfel genommen, weil die weil Bananen farblich etwas blass sind. Okay. Was ist die richtige Antwort? Jetzt werde ich blass. Weiße Erdbeeren. Ananas-Erdbeere. Wenn der Jäger das hat, Wiltrud. Bleibt farblich etwas blass? Ja. Such die. Oh, naja, seit Jahren. Die Ananas ist blasser als die Erdbeeren. Ja, wahrscheinlich, ne? Die Ananas-Erdbeere, schmeckt die dann nach Ananas und ist eine Erdbeere? Habe ich es richtig verstanden, Herr Klussmann? Also sie ist auf jeden Fall sehr blass. Wie sie schmeckt, ich suche sie noch. Ja, sie machen leider keinen sehr blassen Eindruck heute, sondern sind
sehr gut drauf. Was sagt der Jäger? Wildrud, schade. Herzlichen Dank fürs Kommen. Grüße nach Köln. Und Mario, mit uns geht's weiter. So, Mario, schade. Jetzt schon, wir beide. Ich hatte gehofft, das dauert noch ein bisschen. Aber war auch nicht ohne, ne? Dachte ich auch, ja. Du klingst bayerisch, bin ich richtig? Genau, oder? Ich komme aus Schilling, ja, in Bayern. Schilling ist Bayern, ne? Ja. Richtung Regensburg. So, was machst du beruflich? Ich bin bei einem Autohersteller tätig. Ein bayerischer Autohersteller. Genau. Traditionsverein. Genau. Okay, ich kann mir was denken. Dann legen wir mal los. Eine Minute für dich. Gib mir viele richtige. Zeit startet jetzt. Welches Licht ist bei Dunkelheit am PKW stets einzuschalten? Das Ob-Lend-Licht. An welchem Ort fanden die antiken Olympischen Spiele statt? Griechenland. Olympia. Welcher Videospielheld ist stets darum bemüht, Prinzessin Peach zu retten? Mario. Wofür steht in der Tabelle einer Fußballliga ein eingeklammertes M hinter dem Vereinsnamen? Weiter. Meister. Welche Reiter richten sich in übertriebener, pedantischer Weise nur nach Vorschriften, Weisungen und Gesetzen? Goldene Reiter. Paragraphenreiter. Ein erfolgreicher Vertreter des Alpenrocks ist der österreichische Musiker Hubert von? Goisong. In welchem Jahrzehnt startete der erste westeuropäische Nachrichtensatellit Symphonie? 1930er. 70er. Welches ist die einzige heute noch lebende Tierklasse, die sich direkt aus den Dinosauriern entwickelt hat? Eidechsen. Vögel. Welches ist das schwerste in der Natur vorkommende nicht radioaktive Element? Weiter. Blei. China, Usbekistan, Tadschikistan und Kasachstan heißen die vier Nachbarstaaten welcher Republik? Weiter. Kirgisistan. Wie heißt Fritz Fuchs Hund in der Sendung Löwenzahn? Kicks. 1500. Besser wie nix. Drei besser als nix. Alles in Ordnung? Klussmann, okay? Oder? Ist in Ordnung, ja. Ist in Ordnung? Wen hättest du lieber gehabt? Ich hätte gern Herrn Jacobi gehabt, weil Herr Klussmann macht mir immer ein bisschen Angst. Warum? Vom Aussehen her? Oder? Nee, von der Fragestellung. Der weiß ziemlich, also die wissen alle ziemlich viel. Achso, ich dachte, du hast ein bisschen Angst, dass er mal richtig ausflippt oder so. Oder sein Hemd zerreißt. Ja, ja, so, das macht er. Ich habe das schon häufig gehört hier vom Team. Hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, können Sie ein bisschen nett sein zu Mario? Der hat manchmal Angst vor Ihnen, hat er gerade gesagt. Ja. Zu Recht, aber vielen Dank. Ich nehme das als Kompliment. Naja gut, ich glaube, so war es auch gemeint. 1500 Euro und ja, Wildrud haben wir leider schon dran geben müssen. Ja, jetzt leider. Gucken wir mal, was Sie machen mit dem Geld. Ja, Mario, bei so viel Respekt folgt hier auch ein respektvolles Angebot. 500 Euro. Sie können das jetzt machen wie im Fußball, da wird die Wertschätzung auch immer über Kohle ausgedrückt. Ich glaube auch. Genau so sind wir hier auch drauf. 15.000. Reicht das schon fürs Zocken? Oder wie seid ihr abgesprochen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bleib. Ja, was ist sicher ist, ist sicher. Zehnmal so viel. Ja. Kommt selten vor. Ich bleib bei 1.500. Ja? Ja. Dann nehmen wir die. 1.500 Euro, ab ins Finale jetzt bitte mit dir. Und die Jagd beginnt. Zweite Runde, Super Mario gegen Sebastian Klussmann. Es geht um Frau Peach. Wer sagte, die Freunde, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann, die zählen? A. Uli Hoeneß, Margot Kessmann oder Marlene Dietrich? Das ist eigentlich ganz schön ausgewählt, so, ne? Es ist nichts Schwachsinniges dabei. Ne? Ja, doch. Uli Hoeneß könnte man denken, gerade so in diesem Teamgedanken Fußball, dass er sagt, das sind die echten. Margot Kessmann ist vielleicht so ein bisschen der Witz wegen, sie musste mal nachts jemanden anrufen vielleicht. Marlene Dietrich wüsste ich jetzt nicht so. Wen hast du genommen? Ich habe auch Uli Hoeneß genommen. Gut, das musst du auch als Bayer wahrscheinlich. Was ist die richtige Antwort? Und zack, kriegen wir Marlene Dietrich. Was sagt der Jäger? Oh, das ist stark, Herr Kessmann. Ja, grandioses Zitat, ja. Sie kennen weder Redewendung noch Zitate. Ja. Warum kenne ich nicht. Warum haben Sie es genommen? Passte tatsächlich am besten. Ja, ja, genau. Hier kommt die nächste Frage. Welche Abkürzung ruft dazu auf, sein Leben zu nutzen und war das Jugendwort des Jahres 2012? Da waren wir auch noch jung, Mario. Ah, yeah, boah. YOLO, Babo oder Swag. Jetzt bin ich drin. Yes.
Jetzt bin ich drin. Ich musste mich nur erstmal orientieren. Was hast du genommen? Das weiß ich. Das ist YOLO, You Only Live Once. Bitte? Gekauft, erster Schritt. Das ist richtig gut. Es ist doch, hatten wir das nicht mal, Herr Klussmann, gemeinsam in der Sendung mit diesem LOL? Wo es doch ja, viele gab, das heißt ja Laughing Out Loud. Und viele dachten ja, weil es heißt Lots of Love. Und haben es dann auch bei traurigen SMS unterschrieben. So, es tut mir wirklich sehr leid, dein Verlust, LOL. Oh, ja. So, was sagt der Jäger? Lol, ja. Ja, okay. Ja, der Babbo sitzt hier oben, ne? Babbo ist doch aber ein Typ, so wie der Superchecker. Ja, ein Typ, vor dem man viel Respekt hat. Und den Swag haben sie auch, oder? Klar. Muss man den in der Hüfte haben oder hat man den so in der Ausstrahlung? Insgesamt. Voller Körper. Voller Geist. Voller Körper. Der Obama hatte den Swag. Oh ja. Hier kommt die nächste Frage. Der Erfinder der leichten Motorräder, die im Bahnradsport Schrittmacherdienste übernehmen, hieß Ernie Durney. Und du, glaub mir, Mario, wie oft ich abends nicht schlafen konnte, weil ich mich gefragt habe, wie heißt noch der Erfinder der leichten Motorräder im Bahnradsport? Ich habe C. Durney genommen und geraten. Gut, dass du das noch hinterher gesagt hast. Es hätte keiner gemerkt sonst. Was ist die richtige Antwort? Es ist so richtig. Das ärgert Herrn Glusmann. Roger Durney. Ja. Was sagt denn der Jäger? Ja, wir Bahnradsportfans wissen das. Na, ist vielleicht auch der einzige Nachname gewesen. Aber so heißt das Gerät selbst. Das nennt man so, Durney. Ja, ja. Also man muss den Menschen nicht kennen, aber jetzt kennen wir. Genau, ist wie Stadt Durney, Union gegen Hertha, ne? Genau. TB. Hier kommt die nächste Frage. Welcher Kinderbuchklassiker enthält laut Originaltitel lustige Geschichten und drollige Bilder? A. Der Struwwelpeter, B. Max und Moritz, C. Pinocchio. Was hast du genommen? Ich habe Max und Moritz genommen, war ein bisschen hin und her gerissen zwischen Struwwelpeter und Max und Moritz. Also bei Max und Moritz, erzähl mir mal die lustigen Geschichten auf. Die Hälfte ist tot nachher, verbrannt. Ja, aber es sind Streiche. Ja, okay. Was ist die richtige Antwort? Ja, okay. Was sagt der Jäger? Apropos Struwwelpeter. Nee. Ich war mir sehr sicher. Wirklich, wa? Ja. Na gut. Habe ich alles. Glück gehabt. Weiter geht's. Fand ich auch lustig. Wie lautet ein Begriff aus dem Uhrmacherhandwerk? A. Kalamität, B. Schlamassel, C. Komplikation. Kalamität habe ich gewählt. Ja? Was ist das? Ich habe wieder mal gewählt. Ich ziehe die Frage zurück. Was ist die richtige Antwort? Komplikation. Was sagt der Jäger? Was für ein Schlamassel hier. Kalamität ist was für ein furchtbares Ereignis. Ne? So, drei noch. Drei noch positiv formuliert und bitte nicht mehr patzen. Welcher Popstar heißt eigentlich wie seine Adoptiveltern Stiegelmeier mit Nachnamen? A. Andreas Burani, B. Clouseau oder C. Farin Urlaub? Adoptiveltern. Kann man glauben, wen hast du genommen? Ich habe Andreas Burani. Hätte ich auch. Ich hoffe, das stimmt. Ist das richtig? Ja, sehr gut. Damit bist du weiter am Tisch, sicher. Was sagt der Jäger? Kriegen wir einen Patzer? Nein. Thomas Hübner, Clouseau und Jan Vetter, freien Urlaub. Nicht schlecht. Nur noch zwei und wieder nicht mehr patzen. Mario, läuft doch. Wer sprach abschätzig über Alexander von Humboldts wissenschaftliche Erfolge und über dessen Ruhm? War das A. Goethe, B. Napoleon oder C. Kant? Oh nein. Das ist aber auch ein schönes Minenspiel. Erst Quatsch. So drücken, ich freue mich und dann gucke ich an und er sagt... Oder? Moment. Ja, ich denke mal, dass von den Kritikern Kant sein könnte. Der kritische Kant. Hat er ja. von Humboldt nicht den Ausweg aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit
bereiten wollen. Ich komm, ich muss den einmal sagen. Ja, ja. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen Kant und kriegen Napoleon, den alten Lester Hannes. Was sagt der Jäger? Herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Sympathische Runde. Vanessa. Guck mal, da klatschen wir noch für dich jetzt. Was ist denn los bei euch? Ich weiß es auch nicht. Müssen wir mal abwarten, ob der Maciej und ich das jetzt noch schaffen. Ja, aber mit abwarten ist uns jetzt nicht mehr getan. Ja, dann lass uns doch schnell anfangen. Müssen wir abliefern jetzt hier. Mensch, kriegt er Beratung von dir dann nachher, Herr Klussmann? Oder? Ja, wenn er verliert. Ja. Können wir gerne drüber reden. Wohin würdest du ihn denn beraten wollen? Wir können ja einfach mal in die Hamburger City gehen und ein bisschen einkaufen gehen. Kommst du aus Hamburg? Nee, ich komme aus Oldenburg. Ach so. Aber ich meine, man kann hier in Hamburg kann man gut einkaufen gehen. Na gut, er kommt natürlich aus dem hippen Berlin, ne? Also das sieht man ja so ein bisschen. Fahre ich auch nach Berlin. Dann machen wir das so. Ich biete ihm das gleich mal an. Jetzt machst du erstmal eine richtig gute Runde, bitte. Damit wir hier mal ein bisschen was aufs Konto kriegen. Eine Minute für dich und deine Zeit startet jetzt. Der Sänger mit dem Künstlernamen Der Graf war Frontmann welcher deutschen Rock-Pop-Band? Weiter. Unheilig. Die IHK ist laut Abkürzung eine Interessenvertretung für welche beiden Wirtschaftszweige? Industrie und Handel. In welchem Jahrhundert kamen in Frankreich aufklebbare Muttermale in Mode? 19. Jahrhundert. 17. Leben mehr Menschen im Ruhrgebiet oder in Berlin? Ruhrgebiet. Welche zwischenmenschliche Betätigung mit drei Buchstaben stärkt nachweislich das Immunsystem? Umarmen. Sex. Ein Dogma der Glaubenslehre der römisch-katholischen Kirche ist die unbefleckte Empfängnis welcher Frau? Jungfrau. Maria, welche Gewalt des Staates nennt man auch Judikative? Die Gesetzgebende. Rechtsprechung, ja. Welches Album der Elektronikband Kraftwerk gilt als der erste Exportschlager deutscher Popmusik in die USA? Weiter. Autobahn. In welcher Landeshauptstadt wurde Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geboren? Weiter. Hannover. In welchem Jahrzehnt übernahm Fidel Castro im kubanischen Havanna die Macht? 50er. 1.000 Euro haben wir. Sag mir noch mal ganz kurz, mit wie vielen Buchstaben du umarmen schreibst. Mit wie vielen Buchstaben? Ja, es war ja nach eine Betätigung mit drei Buchstaben. Ach so, das drei Buchstaben habe ich absolut ignoriert. Ja, genau, aber armen müsste es auch stärken. Arm, ne? Wer... Umarmen, ja genau. 1.000 Euro haben wir. Dann müssen wir jetzt mal gucken, ob jetzt schon Risiko mal langsam angesagt ist oder nicht. Hast kurz Zeit, drüber nachzudenken. Hier kommt der Jäger. Ich fühle mich ganz schön spießig so, wenn ich in der Dreierrunde hier mich mal anschaue. Ja. Selbsterkenntnis. Schon, oder? Auch der selbstverschuldete Aufklärungsweg. Das ist tatsächlich selbstverschuldet. Und aus dem unmündigen Imperativ oder wie auch immer Kant das gemeint hat. Ich möchte Ihnen unsere dritte Kandidatin vorstellen, gleichzeitig gleich die erste Finalistin. Das ist Vanessa. Ach so. Dauert nur noch einen kleinen Moment. Tja. Guten Abend, Vanessa. Sie haben maßgeblich mit in der Hand jetzt, wie viele richtige Antworten Vanessa jetzt geben muss fürs Finale. Ja. Der Besserwisser setzt 750 Euro. Oh, dann müsstest du vier richtige geben, hättest 250 Euro weniger. Ist vielleicht sogar zum drüber nachdenken. Es sei denn, der Besserwisser bietet Ihnen 16.000 Euro. Der Besserwisser spricht jetzt tatsächlich im Pluralis Majestatis. Wir bleiben. Ja. Ja. Bleiben? Ja, bei den 1.000. Also wenn dann, Ed, dann wenn dann runter. Wenn dann ganz runter. Also habe ich Ed gesagt, entschuldige bitte. Ist das nicht, Sie haben die ganze Zeit überlegt, woher Sie ihn kennen, ne? Ist endlich mal international Star. Endlich mal ein Weltstar in unserer Sendung. Ed Sheeran. So, ich verkneife mir das, weil er wahrscheinlich schon alle Ed Sheeran-Witze kennt. Aber ja, natürlich, ich reagiere mittlerweile auch auf den Namen, von daher. Ed Maciej heißt er eigentlich jetzt. Maciej. Also Ed, ich oben, würde... Ja. Zack. Hoch. Wir haben uns geeinigt. Ja. Ihr habt euch geeinigt. Ja. Und? Ja, ich gehe nach oben. Na bitte, so, guck mal. Weißt du, Ed, singen kannst du, aber rechnen nicht. Die Jagd beginnt. So, es geht los mit der Risikovariante. 16.000 Euro. Auf geht's, Vanessa. Aus welcher Rebsorte wird ein für das Piemont typischer Rotwein gekeltert? Aus Barbera, Emilia oder Charlotte? Oder wie man sagt, Charlotte. Yes. Was hast du genommen? Ich habe A genommen, Barbera.
Etwas hättest du genommen? Ich hätte C genommen, aber das wäre auch eine Ahnung, also raten. Hätte, hätte, Schalette. Was ist die richtige Antwort? Guter Start, sehr gut. A ist richtig, Barbera. Wir sind auf der ersten Stufe. Was sagt der Jäger? Die drei großen Bs des italienischen Weins. Barbera d'Asti gibt es einen. Sehr schön. Fresco, Barolo, Barbera. Babu. Danke. Hier so kommt die nächste Frage. Guter Start, Vanessa. Bitte weiter so. Felix Mendelssohn Bartholdy komponierte 1840 seinen Lobgesang zum 400. Jubiläum der Erfindung A. des Kompasses, B. der Lesebrille oder C. des Buchdrucks. So, jetzt kann man ein bisschen gucken. Buchdruck kann man natürlich ein bisschen hinleiten und rechnen. Was hast du genommen? Ich habe nochmal genommen, das Kompass ist. Ich habe aber auch gar Ausschlussverfahren, keine Ahnung. Schlussverfahren, ne? Wann war denn der Buchdruck? Bitte? Wann war denn der Buchdruck, die Erfindung? Gutenberg? Ja. Wissen Sie nicht? Ich frage Sie. Wer stellt denn die Fragen hier, Herr Klussmann? Hier kommt die Antwort. Was sagt der Jäger? Um 1440. Tja, so, jetzt ist er wieder da. Ja. Also jetzt ist er so da, dass er dich greifen kann, aber du läufst jetzt weg, bitte, Vanessa. Ich gebe mir Mühe. Gut. Die astronomische Einheit zur Längenmessung im All. 2012 mit exakt, oh, Leute. Gucken Sie mich nicht so an, Herr Klussmann. 149 Milliarden 597 Millionen 870.700 Metern definiert. Das ist richtig. Entspricht welcher Strecke? A. Abstand Erde-Sonne. B. Lichtstrecke pro Sekunde. C. Radius Sonnensystem. Wissen Sie, Herr Jäger, Vanessa hat ja Benehmen, ne? Ich breche mir hier einen ab und lese 3 Minuten dann eine Frage vor und Sie drücken sofort die Antwort. Sie wartet wenigstens ein bisschen, tut so, als würde sie auch mal nachdenken. Ich habe sie würdigt ein bisschen mein ich Lesen. Ich habe sie gelobt. Mhm. Ja. Erstens gesagt, das ist richtig und dann was geklatscht. Hast du genommen? Ich habe B genommen, Lichtstrecke pro Sekunde. Etwas würdest du nehmen? Auch. Auch. Du sagst jetzt immer auch, ne? Ja, bevor ich das Falsche sage. Das ist in Ordnung. Team Spirit. Was ist die richtige Antwort? Abstand Erde-Sonne. Ja. Wäre meine zweite Vermutung gewesen. 150 Milliarden Meter. Ja, es braucht halt 8,5 Minuten etwa Erde-Sonne. Das Licht, also es ist eine Lichtstrecke pro Sekunde etwas weniger. So ein Auto hatte ich auch mal. Was sagt der Jäger? Schönes Auto haben Sie. 3-0, Klussmann. Gefällt mir überhaupt nicht, der Abend. Vielen Dank, Vanessa. Ed, jetzt geht's weiter mit uns. Das ist immer so blöd, wenn ich der Einzige bin, der klatscht. Das heißt dann nämlich immer, dass alle raus sind. Sonst muss ich ja mitklatschen dann. Ja, du kannst für dich ja ein bisschen mitklatschen. Komm, wir klatschen zusammen für dich jetzt hier. Ach Mensch. Ja gut, 3-0, Klussmann, er ist natürlich gut drauf. Ja, der hat einen Lauf. Ja, den hat er tatsächlich. Dann muss ich versuchen, das irgendwie zu unterbinden. Das kannst ist auch nicht gut, aber besser als 4-0. Ja, das total. Also, dass du gleich ins Finale gehst, da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Frage ist nur, mit wie viel Kohle natürlich. Ja. Wo kommst du her? Ich komme aus Ratingen bei Düsseldorf. Ah ja, und was machst du beruflich? Ich bin Architekt. Und diese Ed Sheeran-Geschichte, spielst du damit schön und gehst manchmal da? Oder ich meine, in dem letzten Jahr mit Maske, man muss das ja herrlich gewesen sein. Ich weiß ja nicht, also ich glaube, mit Maske sieht man es, glaube ich, noch weniger, weil man achtet ja nicht so darauf. So, also ohne Maske werde ich dann aber schon oft drauf angesprochen. Wirklich jetzt? Also ja. Auch mal kreischende Mädchen in der Fußgängerzone oder eher nettes Entschuldigung? Nee, das ist eher so ein Vorbeigehen, kurz ein bisschen gucken und sobald die 2 Meter hinter mir sind und denken, der hört wieder nichts, dann, der sieht aus wie der und der. Er spricht eh kein Deutsch. Richtig. Das ist ja nicht schlecht. Naja, gut. So, 1 Minute, die letzte 60-Sekunden-Runde hier. Alles über 4.000 würde uns vielleicht vom
Zocken gleich noch weghalten. Mhm. Ansonsten gucken wir mal. Und ich drücke dir die Daumen, Ed. Die Zeit startet jetzt. Was ist die höchste Augenzahl auf einem klassischen Dominostein? 12. Lyra Antarctica heißt die im Herbst 2020 geborene Tochter welches englischen Singer-Songwriters? Ich sag mal Ed Sheeran. In welchem Nachbarland wird der durch sein nussiges Aroma berühmte rote Reis angebaut? Weiß nicht, Chile? Frankreich. Welcher belgische Privatdetektiv ermittelt in Agatha Christies Roman Mord im Orient Express? Das weiß ich, mach mal weiter. Hercule Poirot, was sollte man redensartig mal baumeln lassen? Eier? Die Seele. Georges Seurat schuf mit dem Pointillismus eine eigene Variante welches Kunststils? Weiß ich nicht weiter. Impressionismus. Welche Formel von Albert Einstein beschreibt die Äquivalenz von Energie und Masse? Relativitätstheorie. E gleich mc zum Quadrat. Ja. In welchem Monat ist der Abstand zwischen Sonne und Erde am größten? Im Juni. Juli. Welche italienische Großstadt richtet die Olympischen Winterspiele 2026 aus? Turin. Mailand. Also, jetzt klatsche ich mal für mich, dass ich nach deiner Eierantwort das noch fehlerfrei durchgelesen habe. Ja, vielen Dank. Lass du mal die Eier baumeln, Ed. Das ist völlig in Ordnung vor, hier. Kommt vor, du kannst das alles machen hier im Ersten. Und ja, hier kommt der Jäger. Ja. Herr Klusmann, haben Sie zugehört gerade? You got balls, man. Also erstmal Respekt, finde ich, an unsere Truppe, da noch schnell eine Ed Sheeran-Frage reinzumogeln. Fand ich richtig stark, ehrlich gesagt. Aber was die Popstars so baumeln lassen alles. Ja. Ne? Also, das finde ich schon in Ordnung. Also Ed, Herr Klusmann. Ja, Herr hallo. Klusmann, das ist er. Und ich weiß jetzt gar nicht, mit wie viel Geld wir kommen. Ich hoffe, es ist über 1.000 Euro geworden. 1.000 glatt. Na gut. Glatt. Was machen wir denn jetzt noch? Tja, ein Ei muss ich abziehen, 999. Okay. Tja. Ich bleibe. Das obere Angebot. Da braucht man dicke Eier, 25.000. Ja, dann machen wir es. Ja, na klar. Das macht uns keinen Sinn. Ich finde übrigens, Chile ist ein schönes Nachbarland von Deutschland. Ach, ich habe das... Ja. Ich habe Deutschland nicht mehr gehört. Ja, genau. Naja, Umarmung mit drei Buchstaben, Chile, Nachbarland und die Eierbaumeln. Die Sendung ist hier Jahresrückblick-Kandidatur, oder? Deswegen hat er sich auch sein schönes Hemd angezogen. So, 25.000 Euro und die nehmen wir jetzt mit runter hier. Leider fällt mir jetzt kein Song von Ed Sheeran rein, sonst hätte ich eine überragende Überleitung gemacht. Aber Perfect. Shape of You. Galway Girl. So ist Galway Girl. Galway Girl. Das spricht man auch so wie Locker, das sprechen Sie so durchs Ohr, ne? Galway Girl. Fangen Sie an. Hier kommt der Jäger. Ah, Quatsch, die Jagd beginnt. So, Ed, sechs Richtige brauchen wir. Hier kommt die erste Frage. Welche Gläubigen finden im Koran keine Erwähnung? A. Juden, Christen oder Hindus? Was hast du genommen? Ich habe C, Hindus genommen. Was ist denn los? Alles klar, Herr Klusmann? Oder Laienschauspiel? Okay, er hat's richtig. Was ist die richtige Antwort? Gut, guter Start. Ja. Und was sagt der Jäger? Oh, Überraschung. Zweite Frage. Er sucht noch Ed Sheeran-Titel gerade. In welchem Land wurde 1922 der älteste Nobelpreisträger der Geschichte, John B. Goodenough, geboren? A. Deutschland, England oder in den USA? Wo wurde er geboren? Toller Name, oder? Schon. Das war der Witz, ja. Was war der Witz? Naja, dass er, also, das hat er damals die Runde gemacht. Den konnte man sich gut merken. Aber den Namen. Good enough for the Nobel Prize, ja. Good enough for the Nobel Prize. Okay, wo wurde er geboren? Was sagst du, Mathe? Ich habe gedacht, wenn man nicht weiß, was richtig ist, nimmt man B, England. In dem Fall, dann habe ich... Wenn man nicht weiß, was richtig ist, nimmt man B, England. Ich höre immer neue Quizregeln hier quasi. Aber so oft ist England nicht B. Ja, dann nimmt man in dem Fall B was anderes, aber in dem Fall wäre es England. Oder das Längste höre ich doch immer, oder? Das ist richtig, das wäre dann Deutschland. Das wäre Deutschland. Was ist die richtige Antwort? Bitte, England.
Okay. Das war irgendwie jetzt klar, dass das der Witz an der Sache ist. Ja. Neben der Namensgeschichte. Wussten Sie es, Herr Klussmann? Ja. Ja, ich glaube, da wird noch geguckt, ob Sie sich vielleicht verdrückt haben. Für welches Fach hat er den Nobelpreis bekommen? Mal nach dem Chemie. Sicher? Das würde ich gerne einmal kurz prüfen. Das würde ich gerne einmal kurz prüfen lassen. Weil wenn es nicht Chemie war und Sie haben Deutschland genommen, würde ich gucken, ob man das austauschen kann und daraus falsch machen kann. Leider Gottes ist niemand da, der es weiß. Was ist die richtige Antwort? Okay. Keine Stimme aus dem Off hier. Wo in Deutschland ist er geboren worden, Herr Goodenough? In einer der schönsten Ecken Deutschlands. Ach so. Na gut. Ed, jetzt ist er da. Welcher Sänger studierte BWL und spielte bis 2010 Klavier in einer TV-Show mit Kurt Krömer? A. Johannes Oerding. B. Max Giesinger. C. Mark Forster. Drei Hinweise quasi drin, ne? BWL, Klavier und in einer Sendung mit Kurt Krömer gewesen oder da bekannt geworden oder gestartet. Ja. Wir mal damit. Wen würdest du denn ausschließen? Sagen wir es mal so. Also ich hatte jetzt irgendwie ziemlich definitiv Mark Forster ausgeschlossen. Okay. Und dann 50-50. Ich habe jetzt wieder B genommen mit Max Giesinger und hoffe, dass es halt richtig ist. Hat Max Giesinger BWL studiert? Ich glaube nicht. Ist ja so ein Casting-Gewächs, ne? Das klingt aber jetzt ein bisschen despektierlich, finde ich. Nein. Ein ganz toller Musiker. Ich mag ihn, sehr sympathisch. Hat Johannes Oerding... Alle sind super sympathisch. Ne? Und der Forster, der hat oder lebt in Berlin oder lebte lange in Berlin. In der Forsterstraße. Nein, kein Witz. So gar nicht sein richtiger Name. Aber die ist nicht nach Mark Forster benannt. Ein andersrum. Er hat sich nach der Straße benannt, in der er oder in der das Musikstudio sich befand. Ja. Oh, wenn er schon so viel über Mark Forster weiß, dann macht es mir gerade ein bisschen Sorge. Was ist die richtige Antwort? Ach. Und Johannes Oerding, was wissen Sie über den? Der hat eine Frau, die auch im Fernsehen zu sehen ist. Ja, das ist ja immer die Schlimmste, ne? Da weiß er nur die Klatsch. Na ja, Moment, der macht auch Musik. Gute Musik für alle. Ja, alle tolle Musik. Wollen Sie da irgendwo mitsingen oder warum loben Sie die alle so? Alle meine Freunde. Ich grüße Marc, Max und Johannes. Ich glaube, wir sehen uns bald. Ich glaube, Ed, du bist tatsächlich an der Sängerfrage gescheitert. Ja, tatsächlich, ja. Was ist die Antwort des Jägers? Geht er 4-0 in Führung und kriegen wir gleich, ja, einen von euch Vieren, aber bitte für Mindestsumme wieder zurück. Okay, ja, danke. Vielen Dank, Marcel. Finalzeit bei Gefragt Gejagt. Ein in bestechender Form sich befindender Sebastian Klussmann hat alle unsere vier Kandidatinnen und Kandidaten rausgeworfen. Aber Wiltrud, freue mich sehr, dich nochmal wiederzusehen heute. Dachte, du warst schon im Zug nach Köln. Aber jetzt spielst du nochmal für alle um das Mindestgebot hier. 500 €, hast einen Punkt Vorsprung und brauchst dich um nichts weiter zu kümmern jetzt als gut zuzuhören und mir so viele Antworten wie möglich in den kommenden 2 Minuten zu geben. Ja, machen wir so? Dann du für alle und deine Zeit, Wiltrud, startet jetzt. Im Namen welcher ostfriesischen Insel versteckt sich die Wange? In Wangerooge. Welche Kirche in Aachen zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe? Der Aachener Dom. Welcher Planet ist nur ein wenig größer als Neptun? Weiter. Welche Inka traf als erste Frau beim Torwandschießen des aktuellen Sportstudios 5-mal? Weiter. In Orlando gründete sich einst die Popband Backstreet? Boys. Welcher deutsche Bundeskanzler trat im selben Jahr wie Richard Nixon von seinem Amt zurück? Nixon. Weiter. Ein Museum welches Comiczeichners kann man im Louvain-la-Neuve nahe Brüssel besuchen? Weiter. James Bond 007, Die Welt ist nicht genug, beginnt in welcher spanischen Stadt? Weiter. Wie lautet der Oberbegriff zu Christentum, Islam oder Buddhismus? Monotheistische Religion. Welches baltische Land schreibt man mit dem Anfangsbuchstaben E? Estland. Wie viele Nobelpreise wurden Marie Curie verliehen?
2. Welcher Heinz stellte 1954 den 100-Meter-Weltrekord von Jesse Owens ein? Weiter. Welche Farbe haben die traditionellen Briefkästen der Royal Mail in Großbritannien? Rot. Als einer der Förderer der Chansonette Juliette Gréco galt der Philosoph Jean-Paul Sartre. Welcher Staat an der Adria wird auch Land der Adler genannt? Staat an der Adria? Kroatien. In welchem Jahrhundert starb in Florenz mit Giotto di Bondone ein Wegbereiter der Renaissance? In welchem Jahrhundert? 15. Welche Vergiftung bezeichnet der Mediziner als Sepsis? Blutvergiftung. Wer hervorragend aufeinander eingespielt ist, versteht sich redensartlich? Blind. Welcher Wochentag ist seinem lateinischen Vorbild nach der Tag des Mars? Der Dienstag. Du hast 11 Punkte gemacht, 10 draufgesetzt, hier ist doch alles in Ordnung. Bist du zufrieden? Also, Wiltrud steht da stellvertretend für alles, spielt um 500 Euro, hat eine 10 hingelegt, keine 11. Wir müssen leider noch einen abziehen. Die monotheistischen Religionen sind da noch mal weggegangen hier leider vom Bord. Aber das hast du gut gemacht. Und zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, starke Form heute Abend. Einmal müssen Sie jetzt noch. 2 Minuten. Sollen wir direkt loslegen? Können wir gern machen. Eine 10 ist es geworden, Sie sehen es ja auch. Ja, ja. Wenn er patzt, Wiltrud, bist du dran und setz ihn bitte zurück. Und zum letzten Mal heute Abend, Herr Klussmann. Noch wach? Die Jagd beginnt. Sebastian Klussmann ist da. Der Besserwisser sitzt auf dem Jägerthron heute. Er braucht 10 richtige Antworten, hat 2 Minuten Zeit, startet jetzt. Welches Bundesland hat als einziges ein Y im Namen? Bayern. Was für ein Turm ist das höchste Gebäude auf der Insel Borkum? Ein Leuchtturm. Welcher Planet ist unser Schwesterplanet? Mars. Stopp die Uhr. Schwesterplanet? Ja. Venus. Ja, absolut richtig. So einfach geht's. Erster Rücksetzer. Super, Wiltrud. Weiter so. Die Zeit startet jetzt. Welche Schweizerin war die erste Siegerin in der Geschichte des Eurovision Song Contest? Liz Assia. Der erste Top-10-Hit der Beach Boys war Surfin'. In the USA. Stopp die Uhr. Surfing? In the air? Nee, Surfing USA. Nur USA. Keine da Ahnung. Bin ich pingelig, Herr Klussmann. Ja, ja, zu Recht. 1,36 für 8, die Zeit startet jetzt. Welcher König von Bayern wurde in einem Gutachten für Geisteskrank? Ludwig II. In welcher Hauptstadt steht das weltweit größte Museum für altägyptische Kunst? Kairo. In welchem Film heiratet James Bond und wird kurze Zeit später zum Witwer? Sag niemals nie. Stopp, Tür. In welchem James Bond-Film? Schade. Schade. Nee. Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Ja, ja. Es gibt so viele, man müsste einfach irgendwie. Ja, man müsste Glück James Bond-Fan sein, ja. 1,19 für 6, Herr Klussmann. Zeit startet jetzt. In welcher Weltreligion glaubt man an einen dreieinigen Gott? Christentum. Mit welchen Buchstaben beginnen die Namen von 2 der 3 baltischen Staaten? L. In welcher Kategorie gab es bislang nur 7 Nobelpreisträgerinnen? Literatur. Stopp! Literatur. Innen. Innen. Frauen. Nobelpreisträgerinnen. Physik. Chemie. Na, Physik war noch weniger, aber 1,02 für 4. Ach so, es kann ja auch, hätte ja auch weniger sein können, ja. Zeit startet jetzt. Welche Kölnerin gewann 1931 die French Open? Passe. Stopp die Uhr. Nee? Wie denn? Silly Aussem. Aussem. Ja, ich kann überkommen. 56 noch für 4. Zeit startet jetzt. Welche Farbe hat der Hintergrund der 5 Olympischen Ringe? Weiß. Die Genetik als Wissenschaft begann im Jahr 1865 mit einem Vortrag von Johann Gregor Mendel. Wie lautet der deutsche Name der Stadt Sibiu in Siebenbürgen? Hermannstadt. In welchem Jahrhundert starb der Dichter Dante Alighieri? 14. Haben wir es durch? In 1,25. Ja, war nicht ohne. Ne? Das habe ich erwartet. Glückwunsch. Großer Abend für Sie. Durchmarsch, ja, und dann Finale gewonnen. Ich hoffe für Sie auch.
Ganz klasse. Ich hoffe trotzdem, dass es ein schönes Erlebnis war. Grüß die anderen drei nochmal. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Hol dir ein Autogramm von Ed Sheeran gleich. Das ist ganz wichtig. Das mache ich auch. Das war Gefragt gejagt für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Tschüss und guten Abend. Bravo.